Für welches Team wird denn hier gespielt? Man erkennt das jetzt nicht so auf den ersten Blick. Ja, wir haben leider keine T-Shirts, weil wir sind zum ersten Mal dabei und wir spielen für das Team Ungraceable, für die Firma Grace Bauprodukte aus Lüchte. Aus welcher Stadt? Aus Lüchte. Aus Lüchte, da ist ja doch eine kleine Ecke hierher. Ja, so 25 Kilometer. Wie hat man davon Wind bekommen, von diesem Turnier hier? Wir bowlen öfter von der Firma hier, also Weihnachtsfeier oder Sommerfest. Und dann wurden wir angesprochen, ob wir nicht mitmachen wollen beim Firmencup. Und das haben wir natürlich gerne gemacht. Das heißt, wenn hier auch öfter mal privat oder aus der Firma gebowlt wird, sind die Leistungen wahrscheinlich auch entsprechend hoch. Ja, ich bin mir nicht so sicher, aber ja. Meistens, also bei so Feiern ist ja dann auch schon mal Alkohol im Spiel. Heute versuchen wir es ohne. Ohne Alkohol, das ist vielleicht eine der Dinge, die zum Sieg führen könnte. Ja, vielleicht. Ja, aber mit Auto vor der Tür wird das nichts. Okay, dabei wünsche ich viel Glück auf jeden Fall. Vielen Dank. Bei mir jetzt heute Abend die Nachtschicht auch zu Gast beim Strike Firm Cup. Ihr seid heute das erste Mal dabei. Ja. Ihr seid auch einer unserer besten Kunden. Wie ist das? Was wollt ihr heute erreichen? Den Sieg oder noch Spaß? So weit wie möglich zu kommen. Ne? Und um Spaß geht es ja hauptsächlich. Habt ihr gute Spieler mitgebracht, die das auch einigermaßen professionell drauf haben? Ja, wir geben unser Bestes. Ne? Fehler gibt es immer. Schauen wir mal. Wer ist denn die Geheimwaffe hier bei euch? Kai. Kai. Einmal den Kai ins Bild holen, die Geheimwaffe. Sieht ziemlich geheim aus. Könnte eventuell wirksam sein. So haben wir immer was offen, ne? Okay, dann noch viele gute Partynächte und heute erstmal viel Spaß. Danke dir. Ciao. SoulSnap begrüßt heute Abend auch Disco Joy beim Firmencup. Hallo. Ganz außergewöhnliche Konkurrenz hier am Start. Du bist ja aber auch eigentlich beim Strike. Ich arbeite im Strike, richtig. Ja, das heißt, du hast also heute Abend hier eine Doppelpräsenz. Richtig. Du bringst deine Erfahrung firmenintern aus dem Strike hier zum Einsatz für Disco Joy. So kann man es sagen, genau. Richtig. Dadurch haben wir gar keine Chance und andere Teams sind total unterlegen. Ja, das glaube ich nicht. Nein? Nein. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr irgendwie speziellere Spieler, die sehr gut da drin sind? Bitte? Gibt es speziellere Spieler, die das wirklich gut drauf haben heute Abend hier bei euch? Außer du? Ja, ich falle, glaube ich, raus da, aber meine Kollegen sind schon richtig gut. Ja? Also so als Gesamtteam-Situation top, ja. Ihr könntet also es weit schaffen. Ich glaube nicht. Realistisch müsst ihr mal, ne? Das auf jeden Fall. Also ich denke mal unteres Mittelfeld. Okay, dann wünsche ich dir genauso viel Glück wie wir, denn wir brauchen es auch. Danke, viel Spaß. Bei mir ist jetzt zu Gast Nicole Susanne Leiden. Leiden. Leiden, Entschuldigung, lass dich darüber reden. vom Forsthaus Finkenborn. Ja. Du wurdest notakquiriert, hast du mir gesagt. Ja. Erst auf dem letzten Drücker. Genau. Mir wurde erst Montag Bescheid gesagt, komm doch mal zum Training, wir brauchen auch dringend jemanden. Ich sehe, ja, warum nicht? Rettest du denn das Forsthaus heute? Ist das schon so absehbar? Naja, ich sehe auf jeden Fall nicht allzu schlecht aus. Das kann man bestätigen, aber ich auf jeden Fall das Spiel. Nee, also zwei Strikes habe ich hier schon mal geworfen, also ich denke mal, allzu schlecht bin ich nicht. Ja gut, also braucht ihr keine Glückwünsche. Ihr schafft es auch ohne. Ich hoffe doch, ich hoffe. Okay, dann wünsche ich viel Spaß heute Abend. Alles klar, danke. Ja. SoulSnap TV war heute beim Firmencup dabei. Wir können sagen, es war nicht so erfreulich für uns. Wir haben den drittletzten Platz, glaube ich, wieder mal belegt. Also wir waren wieder mal nicht so gut, wie wir uns erhofft haben. Es war auf jeden Fall aber ein tolles Event. Wir haben viele neue Firmen kennengelernt. Sehr unterhaltsam alles gewesen. Ich denke mal, es ist ein Event mit sehr viel Erfolgspotenzial. Die Firmen haben Spaß. Es ist einfach gewachsen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn es nächstes Mal wieder stattfinden wird. Wir haben nächste Woche jetzt die Finalrunden dafür noch. Das heißt, heute waren nur Qualifikationsrunden. Nächste Woche kommen dann die K.O.-Runden mit dem großen Finale. Dann melden wir uns nochmal zurück vom Geschehen. Dann, wenn es nochmal richtig um die Krone geht, um den Pokal. Wir sind draußen und ich hoffe, ihr habt erstmal ein bisschen Spaß gehabt und danke fürs Zuschauen.